Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute gibt es einen DM-Haul. Ich wollte eigentlich nur einen... So ist das hier in meinem Leben. So, ich habe euch ein kleines bisschen näher rangeholt und jetzt fangen wir schon mal an mit Herbstsachen. Ich war schon fertig bei DM in meinem Einkauf und dann... Am Ende irgendwie, als ich an der Kasse war, kam dann so ein Aufsteller mit ganz vielen Herbstsachen. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, ich muss mich nochmal anstellen. Und ich habe mir ein paar Sachen hier geholt und habe mich dann nochmal angestellt, weil ich das nicht gesehen habe, als ich reingegangen bin. So, ich habe mir geholt von DM Bio Pumpkin Spice Pancakes. Diese hier. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn das Video online kommt und ich habe sie schon getestet, dann werde ich euch auf jeden Fall in den Kommentaren... Oh mein Gott, jetzt geht meine Kamera auch noch leer. So, herzlich willkommen zum dritten... Nein, stimmt gar nicht. Zum vierten Versuch, diesen DM-Haul zu machen. Mittlerweile ist meine Kamera aufgeladen. Ich war beim Zahnarzt, ich bin wieder da. Und jetzt machen wir diesen Haul. Also, zum vierten Mal. Ganz viel Spaß beim Video. Und ich habe schon gerade ein paar Sachen gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal in das Video reintue oder so. Keine Ahnung. Egal, ich fange jetzt komplett von vorne an. Also, ich habe mir geholt Pumpkin Spice Pancakes. Bin ich sehr gespannt. Ich kenne ja die normalen Pancakes. Und diese hier sind halt so ein bisschen mit Zimtaroma, ne, und Kürbisaroma. Also dieses typische von Starbucks. Ne. Den habe ich übrigens noch nicht getrunken. Ich will auf jeden Fall nochmal zu Starbucks diesen Herbst. So, also die habe ich mitgenommen und Tassenkuchen. Einmal mit Apfelzimt. Einmal hier mit Apfelzimtgeschmack. Der geht auch ganz schnell in der Mikrowelle. Und das gleiche, aber mit Pumpkin Spice. Hier zweimal habe ich die mitgenommen. Freue ich mich schon zu testen. Ich werde euch auf jeden Fall sagen, entweder hier oder bei Instagram, wie die so sind. Und dann auch auf diesem Aufsteller, wo diese ganzen Sachen waren mit Pumpkin Spice. Zweimal Agavendicksaft oder Agavensirup. Einmal hier mit Zimt und mit Vanille habe ich mir den geholt. Fand ich sehr, sehr cool. Will ich auf jeden Fall für mein Latte Macchiato oder Cappuccino benutzen. Und hier ist der gleiche für Vanille. Mit Vanille. So. Finde ich so cool. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also ganz, ganz tolle Idee. Hier steht auch für Dessert, Gebäck und Getränke. Ist bio, ist vegan. Sehr cool. Also kann man auch für Pfannkuchen, für Kaffee, für Porridge, Haferbrei benutzen. Sehr, sehr coole Sache. Und was haben wir hier noch? Moment. Dann habe ich mir noch meine Wattepads geholt. Ich kaufe mir immer diese Maxi-Wattepads in dieser großen Verpackung. Dann habe ich geholt Pumpkin Spice, das Getränk, ein Haferdrink. Ich habe erst gedacht, es ist so ein Kaffeegetränk, aber es ist wirklich nur ein Haferdrink mit Pumpkin Spice Aroma. Es ist kein Kaffee. Gibt es auch nur für kurze Zeit, also genau wie alle diese Sachen sehr wahrscheinlich. Und da habe ich mir mehrere mitgenommen. Ich glaube, ich habe insgesamt vier Stück gekauft. Warte ich mal an. Vier, yes. Ich habe mir vier Stück davon geholt und wir werden jetzt das live testen, weil ich darf jetzt wieder essen und trinken. Eine halbe Stunde nach dem Zahnarzt soll man ja nicht trinken, hat die mir auch gesagt. Und jetzt testen wir das Ganze. Man soll das eigentlich kalt trinken. Es ist jetzt hier lauwarm, weil das die ganze Zeit in meiner Wohnung war, aber egal. Es riecht sehr gut. Es riecht nach Weihnachten. So ist unser typischer Weihnachtsgeruch. Ja, sorry fürs Geschmatz, aber ich mache das irgendwie immer, wenn ich sowas teste. Schmeckt gut. Schmeckt gut, aber ich fände es noch besser, wenn es ein Kaffee wäre. Wenn das so ein Latte Macchiato wäre mit Pumpkin Spice Aroma, so irgendwie. Aber ich finde es trotzdem gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen besser schmeckt, wenn es wirklich kalt aus dem Kühlschrank kommt. Ja, das finde ich gut. Lecker. Also den kann ich euch empfehlen, wenn ihr Pumpkin Spice von Starbucks mögt oder allgemein, ja, kauft den gerne.
Oh, meine Lippen brennen so ein bisschen. Ich habe so einen Lip Liner von Too Faced drauf gemacht jetzt, weil ich wusste nicht mehr, was ich drauf machen sollte. Deswegen habe ich den drauf gemacht und der hat so einen Plumpy-Effekt. Ich glaube, jetzt am Anfang des Videos waren meine Lippen noch nicht so angeschwollen, wie sie jetzt gerade sind. So, auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Getränk habe ich geholt. Und dann habe ich hier Reinigungstücher, weil sich meine dem Ende neigen. Die benutze ich nicht für mein Gesicht, sondern nur, wenn ich hier mich schminke. An meinem Schminktisch habe ich die immer liegen für Swatches und so weiter. Genau. Und jetzt noch. Dann habe ich mir viele Hafersocken geholt, hier so Müsli und so Zeugs. Oh mein Gott. Das hier, das ist Schokomüsli ohne Rosinen. Das durfte einmal mit hier. Und dann habe ich mir noch dieses Kinder-Knusper-Müsli geholt. Das hier. Und dann habe ich mir noch dieses Kinder-Früchte-Müsli gekauft. Das habe ich früher, als ich noch bei meiner Mama gewohnt habe, da habe ich das immer sehr gerne gegessen. Und irgendwie habe ich es dann ja eine Zeit lang nicht mehr gekauft. Nicht mehr, irgendwie ist es in Vergessenheit geraten. Und jetzt habe ich es gesehen und dachte, komm, das nimmst du jetzt mal wieder mit. Hattest du schon Ewigkeiten nicht mehr. So, und ansonsten war es das auch schon. Also ich habe jetzt hier nur noch Augenpads, weil sich meine auch dem Ende neigen. Ich habe mir hier von Garnier dreimal diese hier mit Hydro Jelly mitgenommen. Ich finde die richtig gut. Also die hatte ich auch jetzt in Brasilien im Urlaub. Ich habe die im Kühlschrank immer gepackt. Die waren so schön kühl dann. Das war eine richtige Wohltat, muss ich wirklich sagen. Und auch von Garnier hier die gleichen, also es ist Augentuchmaske. Das sind auch Augenpatches, das ist alles das Gleiche. Es kühlt super gut und ich finde, es hilft mega gegen Schwellungen. Und ja, ich bin mir halt irgendwie auch sicher, da ich das ja wirklich jeden Morgen benutze, dass es auch vorbeugt gegen hier Augenringe, Tränensäcke und so. Und dann habe ich auch nochmal von Balea welche mitgenommen. Ich glaube, die hatte ich schon mal. Das sind die hier mit, die sind zweifarbig mit Maracuja. Diese hier. Und die hatte ich noch nicht. Das sind auch, die sind auch richtig süß mit Rainbow-Effekt. Die hier in dieser richtig süß in Rosé und Blau. Genau, das war es auch schon. Mein kleiner, aber feiner DM-Haul. Und ich finde das hier sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also. So, das war's mit dem kleinen DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl es ein bisschen chaotisch war heute. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Jeden Sonntag kommt ein neues Video online und abonniert mich auch sehr gerne auf Instagram. Ich schreibe euch alles in die Infobox, also mein Instagram und alles andere, was ihr euch noch so, was euch noch interessiert. Also was ich jetzt auf den Lippen drauf habe, werde ich euch auch unten hinschreiben in die Infobox. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche Sonntag wiedersehen. Ciao!